Leute, guckt nicht nur einfach in die Kamera, ihr braucht einen Gedanken. Ja, also dann, damit der Blick nicht leer ist. Also wir wollen ja connecten, wir wollen ja in Kontakt kommen und so weiter. Und ja, oder was weiß ich, wenn es darum geht, ein Showreel zu schneiden. Mir geht es um the meat. Ne? Also ich will einfach nur, ich will das Fleisch haben und nicht das Drumrum. So, die Sättigungsbeilage brauche ich nicht. Ich habe nicht viel Zeit. Ne? Und das fand ich total klasse, weil wenn ich also für Leute schneide, dann sage ich auch immer, es ist toll, wie du die Szene aufbaust und so weiter, aber die überzeugendere Szene ist einfach die, wo du das und das sagst oder was weiß ich, ne? Und wir müssen jetzt nicht nochmal einen Schnitt auf den anderen haben oder die andere, sondern es geht einfach darum, dich rüberzubringen und es geht nicht darum, die Story zu erzählen. Das interessiert keinen. Die Leute wollen dich sehen, die wollen dich in Aktion sehen, die wollen sehen, wie überzeugend du bist, wie präsent und so weiter. Ja, und genau das hat sie gesagt. Und das fand ich gestern total klasse. Und hat noch eine ganze Reihe von wirklich tollen, tollen Tipps gegeben. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben. Und ja, das wollte ich mir auch mal bestellen und mal reinlesen. Genau. Schön. Jetzt habe ich eigentlich direkt schon eine Frage und habe dich aber noch Ja. nicht mal eingeführt, aber diese Okay. Frage stelle ich jetzt trotzdem schon mal. Ja, klar. Wie macht man das, dass man so in der ersten Sekunde überzeugt, gerade in einem Demoband oder in einem, egal, in einem Video? Wie man das macht, das ist eine gute Frage. Das war ja im Prinzip auch so, es hört sich also einfach an. Und das war im Prinzip ja auch so das, was wir das letzte Mal so besprochen hatten, worüber wir geredet hatten. Loslassen. Also klar, musst du dich gut vorbereiten, du musst wissen, was du zu sagen hast. Aber letztendlich geht es einfach darum, auch, ja, auch Spaß zu haben. Es geht nicht um fotografiert zu werden oder es geht nicht darum, die Szene gut zu machen. Das sind Dinge, die kommen von ganz alleine. Der Fokus ist ein anderer. Der Fokus ist, in der Rolle zu sein, in der Situation zu sein und auch zu gucken, was hochkommt. Das hast du natürlich auch vorher geübt, ne? Also das habe ich auch in diesem, deswegen fand ich diesen Workshop mit Jens Roth so klasse, weil er den Leuten beibringt, unterschiedliche Standpunkte einzunehmen auf die Szene. Du hast einen Satz für ein, zwei Sätze, was weiß ich, für eine Szene und den bringst du überzeugend rüber und dann sagt er dir, okay, jetzt sag das Gleiche doch mal aus der Haltung deines Gegenübers. Den gleichen Satz, aber mit einer anderen Haltung. So. Und sofort fängst du an, sozusagen dich von dieser Situation auch zu lösen. Und du kriegst so einen übergeordneten Standpunkt. Also ein Beispiel war eben auch, in einer Szene ging es darum, dass eine Mutter-Tochter-Beziehungsgespräch und da lag irgendwie ein böser Brief auf dem Tisch. Und dann sagte er, ja, okay, dann sag doch deinen Satz mal aus der Bestimmung dieses Briefes. Ne? Also dadurch entzerrt dich diese ganze Geschichte auf einmal. Du bist nicht mehr in diesem Knäuel deiner Rolle, sondern du kannst es von verschiedenen Standpunkten oder auch Haltungen erfahren. Und das, was du da übst, was du da machst, das kannst du dann auch in so einer Szene vorbereiten. Also es wird einfach dadurch, es hört sich vielleicht paradox an, aber durch die Komplexität wird es einfacher. Weil du bist nicht mehr so stuck to it, ne? So, in diesem Knäuel, in dieser Rolle. Du musst es auch gut machen, sondern auf einmal wird es transparenter. Ich bin kein Schauspieler. Aber das ist das, was ich merke, wenn ich Leute fotografiere, dass denen das unheimlich hilft. Also vor allen Dingen das Sein, das einfach gehen lassen.
Gut, darauf kommen Ja. wir später nochmal zurück. Jetzt Sehr gibt es eine gerne. kleine Einführung. Herzlich Ja. willkommen im Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Hallo. Döhling. Ich habe Dieter Düvelmeier zu Gast heute und zum ersten Mal in der Geschichte meines Podcasts einen Fotografen zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Und ich mich auch. Und ja, lieber Dieter, Danke. du bist selber ein Künstler, würde ich sagen. Du hast es dir auch zur Aufgabe gemacht, Künstler zu unterstützen, Schauspieler, aber ich Genau. glaube auch andere Künstler. Ich möchte heute alles darüber erfahren, auch über deinen Weg. Und Ja, ja, herzlich willkommen sehr im gerne. Podcast. Vielen, vielen Dank. Toll, hier sein zu können. Finde ich klasse. Ja. Ja. Ich auch. Es ist unser zweites Gespräch, Genau. deswegen wir kennen uns schon ein bisschen. Ich Ja. freue mich sehr. Was bewegt dich momentan? Momentan ist es, ja, es passiert sehr viel. Hatte tolle Shootings. Ich habe ja eben schon erzählt, ich war gestern auf diesem BFFS-Stammtisch, wo einfach tolle Leute waren, wo auch eine ganz tolle Stimmung, sehr offene Stimmung war, wo ich Leute angesprochen habe, Leute mich angesprochen haben. Wir sind schnell ins Gespräch gekommen, war einfach sehr schön. Und ja, unser letztes Gespräch hat mich auch sehr bewegt, so, weil Ja. es hat mich so den ganzen Tag echt so irgendwie energetisiert, genau so war es. Ja. Und ja, ich fühle mich momentan einfach so auf so einer Welle, die mich trägt. So, ne? Also es geht auch Freunden so und ja, das ist so das, was momentan so läuft. Und wie gesagt, ich bin gerade dabei, so einen Podcast zu machen. Stichwort war eben, was du genannt hast, eben auch schon helfen. Weil das zieht sich eigentlich so auch durch all das, was ich bisher so gemacht habe. Ich will, dass es den Leuten gut geht, dass sie sich wohlfühlen vor der Kamera. Aber ich habe halt nicht immer nur fotografiert und das war schon so ein bisschen beim Werdegang. Also. Ja, kannst du direkt weitermachen an dieser Stelle. ja, wie soll ich sagen? Also ich bin mit 40.000 D-Mark Schulden nach Berlin gekommen, weil ich in meiner Heimatstadt einen Partner hatte, der Umsatz und Gewinn verwechselt hat. Und ich habe den großen Fehler begangen, ihm das komplett zu überlassen, also dieses ganze Geschäftliche. Und ja, es wurde einfach ein totales Desaster. Und ich habe dann sehr viel gearbeitet, habe studiert. Ich bin nach Berlin gegangen, um Produktdesign zu studieren. Und ja, habe sehr viel gearbeitet in Clubs, gekellnert und so weiter. Und bin dann über einen Zufall zum Film gekommen. Der Freund einer Nachbarin war Anja. So, und da ich neben Tresen auch noch in so einem kleinen Jazzclub hier in Berlin gemischt habe, also ich konnte es eigentlich nicht, ich konnte keine Bands mischen, aber ich wollte es sehr gerne. Und der Besitzer von dem Club meinte, oder von dem Jazzclub meinte dann, ja, ich kann es dir beibringen. Und wir gingen dann runter in den Keller, da wo die Bühne war. Und es spielte ein Pianist, Vince Weber war das, ein Boogie-Woogie-Pianist und auf so einem alten Blüthnerflügel. Und er stellte sich so neben mich und meinte, hörst du die Mechanik? Ich sage, was? Die Mechanik vom Flügel. Ich sage, nee. Ja, meinte er dann, hörst du einfach nochmal an und wenn du das hörst, dann sagst du Bescheid, dann können wir weitermachen. Das war natürlich echt der Hammer, weil ich habe natürlich das Klavier gehört, die Saiten und die Musik und das war ziemlich komisch. Und ich habe dann gedacht, ey, du musst dich da irgendwie darauf konzentrieren. So, und dann habe ich tatsächlich irgendwann die Mechanik gehört und das war so eine Initialzündung, weil ich auf einmal die Musik zerlegen konnte. Ich konnte Instrumente hören, ne? Ich konnte die ganze Band. Konnte ich einzelne Instrumente hören. So. Und genau. Ich komme mal wieder zurück zu dem Freund von meiner Nachbarin, der, ja, wir haben uns halt unterhalten, ne? Von wegen über Mikrofone und so weiter und das mal so erzählt.
Zwei Wochen später ruft er mich an und sagt, Dieter, du musst für mich einspringen. Ich sage, wie einspringen? Ja, du musst für mich angeln. Ich sage, Gerd, ich habe das doch noch nie gemacht, das kann doch nicht wahr sein. Doch, doch, ach, weißt du, das ist eine ganz easy Produktion, netter Tonmann und auch, ja, Inge Meisel, die ist auch klasse manchmal. So, und da war mein erster Film mit Inge Meisel in ihren späten Tagen, so kurz darauf ist sie leider auch verstorben. Ja, also das Inge Meisel ist eigentlich nochmal ein Podcast für sich. Ja. Das will ich nur kurz anreißen. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, und ich bin dann halt darüber quasi zum Film. Das war mein erster Film. Mein nächster Film war dann auf Mallorca und der Tonmeister meinte so nach dem zweiten Tag, sag mal, so lange machst du das aber auch noch nicht. Oh, das war schon, ja, war schon echt eine harte Nummer. Und er meinte, ja, wir können jetzt schlecht Leute irgendwie aus Berlin einfliegen lassen. So, deswegen muss ich dir das beibringen. So, ich bin dann echt ins kalte Wasser geschmissen und habe da einfach eine Reihe von tollen Produktionen gemacht. Ja, Während und deines Studiums. während meines Studiums. Und ich Ja. habe dann mein Studium tatsächlich so irgendwie so schleifen lassen. Ich habe dann mehrere Urlaubssemester beantragt, weil ich musste ja die ganze Kohle abarbeiten. Was ich dann letztendlich auch gemacht habe. Und habe mich dann tatsächlich wieder bei der Uni vorgestellt und gesagt, kennt ihr mich noch? Klar kennen wir dich. Wolltest du weitermachen oder was? Ich sage, ja, gerne. Ja, und dann habe ich also weiter studiert und habe das dann auch zu Ende gebracht. Und habe danach ein Büro gegründet mit einem Kommilitonen zusammen, Produktdesignbüro. Wir waren in Mailand auf der Möbelmesse, haben dort ausgestellt, haben so Regale produziert und entworfen. Ja, und habe dann immer nebenbei fotografiert, hatte aber nie, sag mal, ich habe da nie von gelebt. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, hat sich das dann einfach verändert. Weil ich dann auch Schauspieler kennengelernt habe, habe die fotografiert und wie das auch so ist über Zufälle irgendwie, weil unsere Töchter in den gleichen Hort gingen und so weiter, wie so Dinge halt ergeben. Genau, und seitdem fotografiere ich hauptsächlich Schauspieler, genau. Aber auch nebenbei Coaches, Speaker, aber mein absoluter Fokus ist tatsächlich ja, Schauspieler. Ich erinnere mich, du hast in unserem letzten Gespräch für deinen Podcast gesagt, dass deine Eltern sowas gesagt haben wie, was, du willst Künstler werden. Ja. Also war das das Produktdesignstudium oder was haben die als Künstler bezeichnet? Ja, das war irgendwie so ein diffuser Begriff, wo sie eigentlich auch nichts mit anfangen konnten. Ne? Also die haben nur den Begriff Design gehört, Designer, und haben es sofort irgendwie mit Kunst in Verbindung gebracht. Blöd war nur in dieser ganzen Nummer, dass dieses Du willst doch kein Künstler werden, war so gespickt mit Angst in der Stimme, im Ausdruck, so dass ich irgendwie sofort irgendwie das Bild im Kopf hatte, du liegst unter einer Brücke. Irgendwie stinkend, ja, und du hast irgendwie noch 3 Tage zu leben, bis du erfroren bist oder so. Es war wirklich schlimm. Genau. Die haben mich da, also was das angeht, leider auch nicht so tatsächlich so unterstützt. Hat dich das begleitet über die Emotional. Jahre oder Ja, konntest du schon. das irgendwie für dich, wie konntest du diesen Glaubenssatz, sage ich, ist ja ein Glaubenssatz für dich Ja. transformieren, verändern? Ja, indem ich einfach gemerkt habe, dass das, was da aus mir rauskommt, Anerkennung findet. Dass ich also was zu sagen habe. Dass dass es Sinn hat. Also dass Kunst oder das Künstlersein auch Sinn hat. Und das ist, ich meine, es war wirklich ein schwieriger Prozess. Es ist also nicht so, dass das irgendwie so, du hast einen Gedanken im Kopf und das ist irgendwie ein blöder Glaubenssatz, den legst du jetzt mal ab. Ja.
Ja. Das ist ja ein Ding, was dich, ja, was ein Teil deiner DNA geworden ist. So, das ist also so tief vergraben, also im Computer würde man sagen, irgendwie, das ist im BIOS. Ne? Ja. Das ist ja. Also nicht in irgendwelchen Betriebsprogrammen schon, sondern es ist noch eine Stufe tiefer. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, das ja, umzuformulieren. So. Mhm. Weil es gibt natürlich auch immer wieder Rückschläge oder was ein großes, ich glaube, es geht allen Künstlern so, was ein großes oder großes Thema ist, ist einfach Zweifel. Ja. So, und wenn du, deswegen habe ich vorhin das Wort auch benutzt, zweifelsfrei. So, ne? Wenn du also zweifelsfrei sein kannst vor der Kamera, dann rennst du mit 150 durch den Wald, dicht bebäumt sozusagen, und du kriegst die Dinger einfach nur so an die Seite und die schnell nachher wieder so zurück, ja? Weil du einfach keinen Zweifel hast. Hm. Du bist einfach sowas von fokussiert und sowas von klar. Das ist das, wenn, was ich gesehen habe auf der Bühne, ne, wenn Musiker da gestanden haben und sich die Seele wirklich buchstäblich aus dem Leib gespielt haben, die waren einfach komplett zweifelsfrei. Und das ist auch das, was rüberkommt bei großen und kleinen Schauspielern. Ja. Ne? Also ja. Es überzeugt dich einfach, weil es einfach zweifelsfrei ist. Mhm. Es ist gerade so. Was würdest du sagen, wie wird man zweifelsfrei? Wie arbeitet man daran? Indem man es nicht will. Das ist eine scheiß Antwort, ich weiß. Aber es gibt diesen Spruch, du kannst nur dann wirklich etwas haben, wenn du bereit bist, es loszulassen. Oh ja. Und wenn du diese Zweifelsfreiheit unbedingt haben willst, dann wirst du sie nicht, sie kommt. Sie ist dann halt irgendwann da. Das ist das Geschenk, was du kriegst. Hm. Ich glaube, das geht durch, natürlich auch durch mentale Arbeit, es geht durch Üben und eine Selbstsicherheit, die man dann einfach bekommt. Und ja. sich auf den Mist einlassen, der einen, vor dem man Angst hat. Also ich habe selber so eine genügend solche Situationen. Also ich habe genügend solche Situationen erlebt und es gab bei mir tatsächlich eine Schlüsselsituation. Die ist schon sehr lange her. Aber das war wirklich der Hammer. Und zwar war das meine Führerscheinprüfung. seinerzeit durfte man, glaube ich, 11 Punkte haben in der mündlichen Prüfung. Meine erste Prüfung, meine erste mündliche Prüfung war, ich hatte 17 Fehlerpunkte. Meine zweite mündliche Prüfung hatte ich 14 Fehlerpunkte. Die Tendenz war schon mal richtig, aber immer noch durchgefallen. Und dann habe ich tatsächlich eine Punktlandung hingelegt mit meiner dritten Prüfung. Das hat jedes Mal Geld gekostet. Mit 11 Punkten. Ich durfte also meinen ersten Test machen. Also Fahrtest. Ja, Herr Löwenmeier, Sie sind ja völlig, also tut mir leid, also ich kann Ihnen den Führerschein nicht geben, weil Sie sind einfach viel zu nervös. Das geht überhaupt nicht. Ja, es war also dann meine vierte versemmelte Prüfung. Und ich hatte einfach eine unglaubliche Prüfungsangst früher, weil ja, es war wirklich, ich stand so unter Strom, dass ich wirklich keinen klaren Gedanken fassen konnte. Es war alles weg. Ich habe zum Teil wirklich gezittert. Es war wirklich grauenhaft. Prüfungssituation absolut grauenhaft. Hm. Dann kam die zweite Prüfung. Der Prüfer meinte dann, also viel zu schnell, also bei dem Regen und so weiter, viel zu schnell, geht überhaupt nicht. So, und da gingen mir natürlich echt die Nerven durch bei der bei der nächsten Prüfung. Wenn ich die versammelt hätte, dann hätte ich zu einem
das früher sagte man Idiotentest gemusst, ob ich überhaupt fähig bin, ein Kraftfahrzeug zu führen im Straßenverkehr. Es war wirklich furchtbar. So, letzte Prüfung. Der Prüfer sagt, ich setze mich wirklich rein, so und diesen hier. Ne? Der Prüfer sagt, und da vorne an der Ampel, so nach, keine Ahnung, 5 Minuten oder so, sagt dann da vorne an der Ampel rechts. Was macht Dieter? Den Blinker links raus, fährt links in eine Sackgasse. Das war jetzt aber nicht rechts. Und ich so, ach du Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Du bist so ein Idiot. Und auch die Vorwürfe, die man sich dann macht. Ne? Dieses wirklich, das ist ja, also mit einer neunschwänzigen Katze, das ist ja nichts dagegen. Ne? Du kasteist dich. Aber du denkst, was für ein Scheiß, ne? Was für ein Idiot bist du eigentlich? So, jetzt ist aber Folgendes passiert. Der hat ja gesagt, rechts, also ist rechts die Prüfungsstrecke. Ich bin aber links gefahren. So, Punkt 1, das kann nicht die Prüfungsstrecke sein. Wenn das keine Prüfungsstrecke ist, dann ist das ja auch keine Prüfung. Oder? So, jetzt ist das eine Sackgasse und wir müssen ja hier wieder raus. Man kann ja nicht durchfahren, wenn es eine Sackgasse ist. Wohngebiet, enge Straße, auf beiden Seiten Autos. Wirklich eng. Zwei Fahrzeuge konnten sich da nicht begegnen. Ganz hinten so ein Wendehammer. Ja, also ich kenne mich jetzt hier nicht aus, aber da hinten ist ein Wendehammer. Wenden Sie da hinten mal. So, und ich dachte, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, den muss ich so schnell wie möglich ausbügeln. Und habe dann gesagt, nee, mal, ich drehe hier vorne. Und mein Fahrlehrer guckte mich an, schüttelte nur mit dem Kopf, so nach dem Motto, sag mal, wie kannst du dem Prüfer ins Wort fallen? Beziehungsweise, wie kannst du ihm sagen, nee, mache ich nicht. Ich drehe hier vorne. Geht ja gar nicht. Ich mache den ersten Gang rein, fahre nach vorne, Rückwärtsgang, drehe mich um, fahre in enge Einfahrt, Vorwärtsgang, wieder zur Ampel. Alles völlig in Ordnung. Und dann fing es wieder an, weil es ging dann wieder auf die Prüfungsstrecke. So, nach 500 Metern sagt er, so, und da vorne fahren Sie mal rechts ran. Und ich so, ich muss noch einparken. Nee, fahren Sie mal rechts ran. Ich so, ist vorbei. Es gibt es überhaupt nicht. Ich drehe mich zu dem um und sage, ich bin durchgefallen. Ne? Und er so, durchgefallen, wieso? Jemand, der so souverän in einer so engen Straße so klasse drehen kann, dem gebe ich gar nicht früher Schein. Nimmt mir meine Hand und schüttelt sie. Und das war für mich die Initialzündung. Weil ich war nämlich nicht mehr in einer Prüfung. Das heißt, das, was da abläuft, hier, nur hier. Ja. Aber es hat nichts, überhaupt nichts mit Realität zu tun. Ja, ja. Und das, seitdem habe ich keine Prüfungsängste mehr. Im Grunde, also ich liebe dieses Beispiel. Du hast ja auch so deiner eigenen Intuition gefolgt. Und das hat dich dann wohin gebracht, schneller als gedacht. wo du ja eigentlich hin wolltest. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen, was macht einen zweifelsfrei? Ich hatte auch, ist ja auch wirklich ein bisschen das, was wir letztes Mal gesprochen haben, aber es ist halt, ja, es ist das Loslassen, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht will, sondern das heißt einfach nur, dass man aufhört zu tun, was man denkt, man müsste das tun. Und was diesen Stress auslöst, dieses, oh, ich muss jetzt in der Branche so und so mich beweisen oder das und jenes tun, damit der und jener mich sieht und damit ich so und so rüberkomme. Aber darum geht es halt nicht, sondern es geht ja eigentlich um die Verbindung mit sich selbst und seiner eigenen Kreativität oder Essenz, was auch immer das ist, was da raus will. Und das verliert man so sehr wir übertragen das jetzt in dieser Prüfungssituation, in der wir, was uns ständig stresst im Kopf, was wir denken, was wir tun müssen, ne? So aus dem Außen. Genau. Und es geht so um die Verbindung mit dem Innen und das nach außen zu bringen und den Rest eben loszulassen, so einfach das jetzt klingt. Ja, es ist leichter gesagt als getan, klar. Ja. Also ja. In diesem Fall war es einfach so,
Mein Ding war einfach, du bist nicht mehr in der Prüfung, ne? Du hast jetzt eine Aufgabe, du musst hier raus. Ja. Es wäre wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn nicht eine Sackgasse gewesen wäre, sondern tatsächlich eine Durchfahrtsstraße. Wäre ich wahrscheinlich nochmal durchgefallen. Aber es ist, ne, ist ja auch das, was man so denkt, was andere Leute denken könnten. Ja. So, ne? Das ist ja auch so, wenn ich mich jetzt so bewege, was denken die dann? Wenn ich das denke, was denken die dann? So, ne? Was denken andere Leute? Das ist ja gerade auch in der Prüfung oder vor der Kamera, ne? Wie sehe ich es aus? Und es geht ja nicht um Aussehen, es geht ja um Wirkung. Ha, Ne? Wir sind ja. ja darauf getrimmt, dass wir alle gut aussehen, dass die Haare richtig sitzen und dass man irgendwie einen möglichst intelligenten Gesichtsausdruck macht und nicht komisch steht und überhaupt. Und ja, das Tolle ist, wenn man das alles nicht mehr im Kopf hat. Oder andersrum gesagt, ich habe das Gefühl, wenn man so denkt, das schneidet einen den Weg zu sich selber ab. Den Weg zu den eigenen Gefühlen. Es wird blockiert oder wird abgeschnitten oder wie auch immer. Sobald das weg ist, ja, kann man sich viel freier bewegen, auch gedanklich bewegen. Wie Ja. entfaltet ein Künstler aus deiner Sicht seine Wirkung am besten? Also erstens, was sind das für Persönlichkeiten, die das gut schaffen? Das ist die erste Frage. Die zweite kommt danach. Ja, ich glaube, es geht viel über das Auseinandersetzen mit Blockaden. Und das Erkennen von Blockaden auch oder von Denkmustern. Also wenn du nicht sowieso, sagen wir mal, so ein Mensch bist, dem es scheißegal ist, was andere Leute über einen denken zum Beispiel. Ja. Ne, oder wenn du in der Musik gibt es ja so Leute, die ganz, ganz toll spielen können, die technisch super sind. So, und was weiß ich, einen Blues spielen und denkst dir, ja, das ist ein Blues. Toll, ja, schnell, super schnell, Wahnsinn. So, und dann gibt es andere Leute, die sind vielleicht technisch nicht so serviert. Versiert, genau. Ja, die meinen das einfach. Die sind das und spielen nicht so schnell und dein Kopf sagt dir nicht nur, das ist ein Blues, sondern dein ganzer Körper macht einfach mit, weil es geht nicht anders. Ja. Ja, ich glaube, es hat auch wieder, wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt. Es hat einfach sehr viel mit dem Lernen zu tun, loszulassen und mit dem Bereitsein, sich auf Unangenehmes einzustellen. Ich habe Situationen zum Beispiel gehabt, wo ich Leute fotografieren sollte und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und dann hatte ich wirklich so einen Dialog im Kopf. Ne? Was willst du denn jetzt machen? Was für einen Hintergrund nimmst du denn jetzt? Oder was für ein Licht setzt du? Was willst du jetzt machen? Hallo, hallo, hallo. Weißt du, ne? So, da redet da immer ständig einer rein. Und so. Und du nimmst jetzt die Kamera in die Hand, du willst gleich ein Foto machen. Du hast die Kamera jetzt schon vor deinem Gesicht. Was willst du denn jetzt fotografieren? So, ne? Einfach diese Situation auszuhalten und sich zu vertrauen. Ja, das wird. Und wenn das nicht wird, dann wird es eine Lösung dafür geben. Ich sage immer, wer sich nur halb so ernst nimmt, kann doppelt so viel Spaß haben. Und das meine ich nicht nur lustig, sondern das meine ich auch tatsächlich ziemlich ernst, Ja. weil wenn du dich selber nicht so ernst nimmst, dann kannst du in solchen Situationen
dich natürlich ganz normal zum Brot, Horst oder sonst irgendwas machen. Aber du gehst, du öffnest dich, du zeigst dich verletzlich. Ja. Und ich glaube, dass viele einfach auch sich nicht verletzlich zeigen wollen, können, dürfen. Aber wenn sie es täten, entsteht Kommunikation. Ja. Entsteht ein Miteinander. Ja. Ich glaube, dass diese, dass vielleicht letztendlich Verletzlichkeit üben eine Möglichkeit ist, zweifelsfrei zu werden. Und du, also wir sprechen jetzt über die Shootings, ich meine, du unterstützt Schauspieler auch in anderer Art und Weise, aber was hilft aus deiner Erfahrung den Schauspielern oder Künstlern, je nachdem, mit wem du arbeitest, sich in dem Moment zu entspannen und ihre Persönlichkeit aufs Bild zu bringen? Was tust du und was hilft denen aus deiner Erfahrung? Also was ich erstmal ganz grundsätzlich mache, ist, ich versuche sie aus leidlicher Erfahrung aus dieser Prüfungssituation zu nehmen. Ja. Indem ich einfach von vornherein sage, ich gebe eine Zufriedenheitsgarantie. Also wenn das Shooting heute nichts wird, wenn dir die Fotos nicht gefallen oder sonst aus irgendwelchen Gründen, das irgendwie blöd ist, du musst nicht zahlen. So, das Einzige, was du investierst, ist deine Zeit. Das mache ich auch. So, das ist schon mal, finde ich, in den meisten Fällen ist es schon mal 50% vom Druck, der da rausgeht. So, dann sind wir in der Situation und wenn ich dann feststelle, da ist jemand zum Beispiel, ich hatte so eine Situation, da ist jemand, so ein Kasper, der flüchtet sich also in irgendwelche Rollen zum Beispiel oder in irgendwelche Gesichtsausdrücke oder vermeintlichen Stimmungen. Und dann spiegel ich das. Also ich arbeite sehr, sehr gerne am Anfang zum Beispiel, wenn ich die Leute fotografiere mit einem großen Screen. Ich fotografiere immer in den Computer rein und dann habe ich hier so einen 27-Zoll-Monitor. Und dann können wir sofort gucken und groß machen, so wie ist die Wirkung. Ja, wir sind ja darauf geeicht, habe ich eben schon gesagt, irgendwie, wie sehe ich aus, aber darum geht es ja nicht. Und dann besprechen wir oder versuche ich zu zeigen, wie die Wirkung ist, wie jemand guckt und was ich eigentlich haben will. Weil es gibt nämlich so kleine Momente, da, das ist wie, als wenn da in der Pupille so ein kleines Lichtlein angeht, so, wo die Leute anfangen zu strahlen, dahin will ich. Und das ist einfach toll, das ist irgendwie, ich liebe es, ne? Und vor allen Dingen dann auch zu sehen, man sitzt irgendwie zu zweit vorm Computer und daddelt da irgendwie so, was weiß ich, 40, 50 Bilder durch und ja, okay, ja, nicht, ne? Oh, das ist es, ne? So, und dann kommt der nächste, boah, das ist noch viel besser. So, und dann vergleichen wir miteinander und das ist auch so eine Situation, das ist auch zweifelsfrei, ne? Ja. So, du weißt ganz genau, okay, das ist es. Gibt es auch keine Alternative zu. Vielleicht eine Variation, so, ne? Es gibt vielleicht Leute, ah, okay, hier ist ein bisschen mehr, was weiß ich, Wehmut drin oder ein bisschen mehr so der Schelm oder irgendwie, ne? Irgendwas ist da noch drin. So, und dann hat man zwei ganz gute Variationen, je nachdem, wen man jetzt überzeugen will. Ja, also für welche Rolle zum Beispiel oder wie auch. Ja. Ja. Genau. Und vor der Kamera, also viele sind ja auch einfach total aufgeregt und völlig klar, versuche ich so schnell wie möglich einfach eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen, eine Vertrauensbeziehung. Indem ich mich zum Beispiel eben auch nicht ernst nehme. So. Und ich zeige mich verletzlich. Ja. So, und das wird gespiegelt. Das heißt, du kannst dich auch verletzlich zeigen. Es ist hier ein abgeschlossener Safe-Raum, sozusagen, hier kann dir nichts passieren. Das versuche ich einfach aufzubauen. Ja. Das ist auch eine Sache, die ich früher schon gemacht habe, als ich Bands gemischt habe auf der Bühne. Mir ging es nicht darum, guten Ton zu machen.
nach draußen hin, sondern mir ging es in erster Linie darum, dass die Leute sich auf der Bühne gut hören. Weil wenn die sich gut hören, haben die mehr Spaß am Spielen. Wenn die mehr Spaß am Spielen haben, dann spielen sie präziser. Wenn sie präziser spielen, hören sie sich besser. Wenn sie sich besser hören, können sie noch präziser spielen, haben sie noch mehr Spaß. Das gibt so einen Schneeball. Und dann wird vor allen Dingen letztendlich der Sound draußen besser, präziser. Ja, ja. So. Und das ist eben genau das, was ich versuche vor der Kamera. Alles Mögliche tun, damit sie sich wohlfühlen. Mhm. Oder einfach vielleicht auch eine Situation zu erzeugen, die ihnen hilft, sich unwohl zu fühlen, weil das ist das, was wir auf dem Foto sehen wollen. Ja. Ne? Aber ja, alles, wie gesagt, in diesem geschützten Raum. Mhm. Und ja, dann gibt es Möglichkeiten, wenn Leute einfach sehr im Außen sind, mhm, dann sage ich zum Beispiel, leg einfach mal deine Hand auf deinen Arm oder so. Ne? Mhm. Und spür dann mal, okay, jetzt habe ich hier irgendwie so eine Naht, wie ist die Naht, wo hört es auf? So. Spür wirklich dann in deine Finger. Und dann lösen sie sich aus diesem Gedankenkarussell, das muss gut werden, ich muss gut aussehen, ich brauche die Rolle, ich muss dies, ich muss. Also fäden sie so langsam raus aus dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und sie können sich auf Spaß einlassen. Ja, ja. Ach, da waren jetzt so viele Dinge drin. Ich hatte gerade auch so ein Bild ich hatte auch vor 4, 5 Monaten Fotoshooting mit einer Fotografin, mit der ich zum zweiten Mal gearbeitet habe. Und ich bin sonst auch jemand, der gerne die Fotos zwischendrin sieht und guckt, wie ich jetzt heute wirke. Mhm. Und das hilft mir auch immer noch. Ich mache ja auch manchmal Castings. Und ich hatte letzte Woche auch ein Casting. Und das ist mittlerweile echt so, dass... Und das ist wirklich jetzt lang, 20 Jahre hat das jetzt gebraucht, ja, bis ich an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich sehe mich selber gerne im Video. Ja, ja. Das war wirklich ein Prozess und das hilft mir sehr, das auch selber anzugucken, weil ich habe mich früher auch selber geschämt, mich selbst anzugucken, auch wenn es nur ich gesehen habe. So, das ist jetzt heute nicht mehr so. Aber was mir jetzt gerade kam, als du gesprochen hast, es ist spannend, dass diese Fotografin, die zeigt mir nie Fotos zwischendrin, nie. Mhm. Und am Anfang hat mich das ein bisschen gestört, weil ich dachte so, ja, ich muss das ja irgendwie, ich will doch wissen, wie ich jetzt heute wirke oder wie ich da aussehe. Und ihr geht es aber nur darum, nur in Anführungsstrichen, eine Situation zu schaffen, in der ich frei bin, in der ich bin. Und die stellt dann da, also wir sind ja meistens draußen, die stellt dann da eine Box hin, macht eine Musik an, sagt, also ne, die macht alles, damit ich einfach ich bin und ich fühle mich oft in dieser Situation erstmal so lost, weil ich nichts habe. Mhm. Ich habe nichts, woran ich mich richten kann, außer ja, mir selbst. Und ja, dann bin ich mit mir und ich habe letztes Mal relativ am Anfang zu ihr gesagt, so, boah, das ist gerade voll das krasse Gefühl, weil ich als Coach bin sonst immer diejenige, die so die Räume hält und ne und die Fragen stellt und so auch vieles ja in dem Sinne schon auch in gewisser Weise unter Kontrolle hat oder ne, das Halten ist meine Aufgabe, ich habe eine Aufgabe und in diesem Moment hat sie den Raum für mich gehalten. Hm. Ich hatte nichts, was ich kontrollieren konnte, außer mich mit mir zu beschäftigen und mit mir zu sein, mich auf die Natur einzulassen und einfach zu sein. Mhm. Und das so nach und nach konnte ich dann, sie hat mir dann ein paar Sachen gesagt, einfach nur lauf mal nach da hinten oder so. Ne? Und dann irgendwann konnte ich dann loslassen. Aber dieses Loslassen ist manchmal so schwierig. Und letztendlich sind da aber ganz wirklich, sind so tolle Fotos entstanden, wo ich gesehen habe, im Nachhinein dann, ja, ich glaube, meiner Meinung nach habe ich es geschafft, in diesem Moment zu sein. Mhm. Toll. Super. Ja. Darum geht's. Ja, und es ist, ich glaube, es geht wirklich so viel auch um dieses Kontrolle loszulassen und wer bin ich halt einfach nur mit mir. Genau. Ja, ich meine, du stehst da irgendwie in egal was für ein Hintergrund, einfach eigentlich
schwebst du, ja, weil unter dir ist irgendwie da geht es 20 Kilometer runter, du Ja. hast keinen Ansprechpartner, du weißt nicht, was du, ne, du hast nichts in der Hand, du hast keine Aufgabe, du hast keinen Weg, du hast keinen Satz, ne, da ist ja nichts, ne, einfach nur Ja. du. Ja. Und deswegen sage ich immer, um was es eigentlich geht. Also meine Frage ist zum Beispiel in so einem Moment, du stehst, keine Ahnung, vor irgendeiner tollen Mauer, wie auch immer, warum bist du eigentlich hier? Was machst du hier? Weiß nicht. Ja, vielleicht, guck mal an deine Klamotten runter. Warum stehst du hier? So, und dann, wenn dann nichts kommt oder so, dann versuche ich eine Story zu erzählen, damit die Leute denken. Und in dieser Situation, damit sie einen Gedanken im Kopf haben. Weil das drückt sich über die Augen aus. Sonst wird der Blick leer. Ne? Also man kann sich, was weiß ich, auf irgendwas freuen oder man kann sich über irgendwas was ärgern. Oder der Kollege, der mal wieder zu spät gekommen ist. Und du hast jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, schwierige Situation bei dir zu Hause und ihr steht jetzt, keine Ahnung, am Tatort zum Beispiel und du bist irgendwie abgelenkt. Ja, jetzt kommt der Kollege auch noch zu spät und so weiter. So, das sind so Situationen. Und dann passiert was in den Augen. Und du freust dich auf ihn. Ich versuche das auch zu brechen. Ne? Das ist genau das Gegenteil. Um das, wie gesagt, dieses Knäuel, was ich vorhin gesprochen habe, das einfach auch so ein bisschen so zu entzerren. Du brauchst eine Aufgabe, weil als Schauspieler hast du eine. Nur vor der Fotokamera hast du keine. Und deswegen, ne, versuche ich das aufzulösen, damit du wirklich eine Aufgabe hast. Und das hilft sehr, sehr den Leuten. Was sind diese unbequemen Momente, von denen du gesprochen hast? Ja, wo du dich auf Neues einlassen musst. Wo du jetzt eine Situation, die du nicht kennst, wo du um Gottes Willen Fehler machen könntest, wo du irgendwie scheiße aussiehst oder wo du, was weiß ich, so. Nee, will ich nicht. Und da durchzugehen, das ist ja, sagt ja auch jeder Therapeut, wenn es um Ängste geht, der einzige Weg ist durch. Ja. Dadurch. Und daran wächst du. Und das Gleiche ist vor der Kamera. Hey, wir können, guck mal, wenn ich, was weiß ich, oder sag mal, grundsätzlich ist es einfach so, 1, 2 bis 3% der Fotos, die wir machen, landen letztendlich auf der Liste. So, ne? Ja. Da wird ausgesucht. Und die sind wirklich gut. Und den Rest schmeißen wir weg. Also was soll sein? Heutzutage ist ja kein Problem. Ne? Bis die Speicherkarte voll ist, dann kommt die nächste rein. Dann wird die Ja. alte wieder gelöscht und ist doch kein Problem. Wir können einfach so viele Fotos machen. Und da wird mit Sicherheit eins drunter sein. Also deswegen mache ich auch viele Fotos, weil manchmal ist einfach so der gute Moment genau dazwischen. Ja, es gibt ja Tage, an denen man sich vielleicht nicht so gut fühlt, wie man sich eigentlich gerne fühlen möchte. Und dann hat man aber trotzdem das Shooting oder den Dreh. Es gibt, darüber haben wir letztes Mal in deinem Podcast gesprochen, auch Orte oder Klamotten, mit denen man sich nicht so wohl fühlt, wenn man das nicht verändern kann. Im Grunde führt das ja auch zu so einer Unbequemlichkeit. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Wenn man es nicht verändern kann, was ist dein Tipp, sich trotzdem in einem gewissen Maße wohlzufühlen oder ja, damit umzugehen? Na, ich würde da unterscheiden. Es gibt schon Situationen, die einen so beschäftigen. Also die einen auch, wir haben letztes Mal über so fiese Räume gesprochen. Und wo einfach komische, in der Vergangenheit komische Dinge passiert sind. Das hört sich jetzt unheimlich esoterisch an. Aber es gibt einfach, ne, es gibt Orte, da fühlt man sich wohler als an anderen Orten. Es gibt, wenn man da irgendwie, es gibt Leute, die haben für sowas einfach ein Gespür.
Und ich versuche dann mit den Leuten dann auch woanders hinzugehen oder was weiß ich. Aber wenn das nicht möglich ist, glaube ich, letztendlich läuft es dann darauf hinaus, dass man versuchen kann, in so einer Situation sich ja, irgendwie von sich klar zu machen, es ist ein Gedanke, den man im Kopf hat. Nicht? Wie meine Prüfungssituation. Und manchmal hilft es einfach, die Vorzeichen zu drehen, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach einen Plus davor. Und versuche mich davon zu lösen. Ist klar, wenn es eine sehr persönliche Sache ist, was weiß ich, ein Trauerfall oder so, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, es kommt darauf an, von Fall zu Fall, was man da machen kann. Also was mir hilft, ist, wie gesagt, es ist eine Vorstellung, es ist eine Interpretation von Realität. Sowas wie Realität gibt es tausendfach. Du hast eine andere Realität jetzt als ich, in genau der gleichen Situation und so. Und das kann auch variieren, das kann, was weiß ich, du kriegst einen Anruf oder sonst irgendwas und die Realität, in der du dachtest, du wärest drin, ändert sich auf einmal ins Negative oder ins Positive oder wie auch immer. Also es ist alles eine Frage von Überzeugung. Und vielleicht kann man dann versuchen, einfach an diese Überzeugung ranzugehen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt für, keine Ahnung, eine gewisse Zeitspanne, nehme ich mir einfach eine Auszeit und sage mir, ich drehe jetzt die Vorzeichen um, obwohl ich weiß, es ist einfach scheiße hier oder so, das ist eine Scheißsituation. Aber ich muss sie durchstehen und begrenze das. Und kann danach, ich weiß, ich kann danach den Ort verlassen oder die Situation verlassen. Aber bis hierhin, von ab hier bis dahin, aber nicht weiter. So. Weil das frisst natürlich auch sehr viel Energie. Also das hilft manchmal. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, ob das jetzt so ist, dass man in dieser, wenn es jetzt eine Location ist, zum Beispiel was Bestimmtes spielen muss, was dann anstrengend ist, wenn man sich so fühlt, wie man sich da gerade fühlt. Da glaube ich, hilft das mit den Grenzen definitiv oder mit dieser Auszeit, wie du es gerade genannt hast, finde ich einen guten Tipp. Und wenn es jetzt aber so ist, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da ein Shooting oder so, wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass es manchmal hilft, diese Situation, egal wie unangenehm sie ist, anzunehmen. Und wer bin ich dann in dieser Situation? Was wird dann von mir sichtbar? Auch in einer Kleidung, in der ich mich vielleicht nicht wohlfühle, aber die tragen muss, wer bin ich dann, wenn ich diese Kleidung trage, wenn ich sie trage? Kleidung ist ein Kann auch gutes interessant Beispiel. sein. Ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das ja nun wirklich auch verändert, ne? Also wenn du eine Jogginghose an hast, dann und was weiß ich, eine Anzughose, sind beides Hosen, aber es verändert komplett. Ne? Also auch vor allem auch Schuhe, wie du stehst, ob du gerade stehst oder ob du so ein bisschen lässig da stehst, wie die Schritte kommen, wie hart das Auftreten ist zum Beispiel. Und, klar, sich darauf einzulassen, ist natürlich dann das Allerbeste, ne? Zu sagen, okay, ja, was für Möglichkeiten bringt es mir jetzt auf einmal? Ne? Was für neue Facetten an mir kann ich entdecken? Anstatt sofort zu sagen, ich sperre mich dagegen. Ja? Also das, was alte Firmen auch immer sagen, haben wir noch nie so gemacht. Also geht überhaupt nicht. Ne? Das haben wir noch nie gemacht. Warum sollen wir das tun? Ja, Ja, oder genau dieses, darum. das bin ich nicht, das bin ich nicht. Genau, Schauspieler das sagen bin ja auch ich auf die nicht. Rolle, das bin ich nicht. Ja, da habe ich letztens auch eine Schauspielerin interviewt, die gesagt hat, sie hat ganz lange in ihrem Leben gesagt, das bin ich nicht. Diese böse, ne, diese böse oder schräge Rolle, das bin ich nicht. Ich bin das blonde, hübsche Mädchen. Und letztendlich kommt sie jetzt aber auch dahin, solche Rollen zu spielen, hat auch eine größere Rolle bekommen. Super. International auch, wo sie auch schon eher eine hässliche, also von innen hässliche Person spielt.
Und sie hat gesagt, das kam, weil sie sich darauf eingelassen hat, auch andere, also weil sie auch gesehen hat, ey, solche Anteile habe ich auch in mir. Jeder, Und das klar. ist eigentlich noch fast die interessantere Seite von mir. So, also sie hat das im Grunde, sie hat sich geöffnet dafür, das, und zu sagen, ja, das bin ich auch, anstatt das bin ich nicht. Was wahnsinnig hilft, und das ist das, genau das, was Nancy Bishop gestern Abend gesagt hat, nimm einfach die Bewertung raus. Ja, Nimm einfach die Bewertung raus. Es ist kein böser Charakter, es ist ein Charakter. Weil du musst ja in diese Rolle rein. Du musst ja sein. Und würde er oder sie über sich sagen, oh, ich bin aber eine fiese Möppe, hör mal. Also wenn er das sagt, ja, oder wenn sie das sagt, dann sicherlich nicht wahrheitsgemäß. Ne? Er oder sie macht sich darüber lustig. Also es ist natürlich, klar bin ich einfach, ich bin ein total fieser Typ und warne gerne. Ich mache dich kalt. Kein Problem. So. Ne? Also wie gesagt, Bewertung rausnehmen ist genau wie vor der Kamera. Nimm einfach die Bewertung raus. Oder stell erstmal fest, dass du bewertest. Und wenn du die dann rausnimmst, so, dann fups, öffnet sich auf einmal alles. Ja, und vor allem auch, ich glaube, es ist auch mehr also die Öffnung hin zu der Neugier, was auch andere in einem sehen. Also da bin ich jetzt, nehme ich jetzt gerade wieder die Caster-Position ein, aber wenn jemand zu mir sagt, ja, die Rolle passt nicht auf mich und ich aber sage, ey, aber der Caster hat dich eingeladen aufgrund deines Showreels und aufgrund deines Fotos. In irgendwas wird er in dir sehen, damit er dich einlädt, warum er dich einlädt. Und ich glaube, es geht oft so um diese Offenheit und was bin ich noch, anstatt zu sagen, was bin ich Genau. nicht. Genau. Richtig. Ja. Das Ja. ist auch das, was manchmal auch passiert, so bei Shootings, wo auf einmal Situationen sind, so Blicke oder was weiß ich. So, hey, buh, so habe ich mich ja noch nie gesehen. Wow. Das bin ich auch. Also deswegen ist so ein Shooting. Wenn man sich fallen lassen kann, einfach auch ein Tor, eine Tür zu einer anderen Seite von sich, die man auf einmal dann sehen kann. Es ist, ein Shooting ist immer eine super Chance, ne? Ja, absolut. Ich finde, Also das wo ist auch. ich hab auch das auch mit Laien schon gesehen, ja, wir fingen einfach auf, beide auf einmal an zu heulen, ne? Weil es einfach so schön war. Oder wo sie einfach gesehen hat, boah, so habe ich mich noch nie gesehen. So habe ich, wo auf einmal einfach auch so eine Selbstkasteiung auf einmal die Wirkung verliert. Wo man Ja, auf das einmal, ist eigentlich das auch ist. so ein Shooting kann auch wie so ein Check-in sein, was, ne? Also bei mir war das fast so, würde ich sagen, dass ich diese Fotos gesehen habe und hinterher dachte, jetzt verstehe ich, warum viele Menschen momentan zu mir sagen, irgendwie hast du dich verändert. Weil selber, ich kann es zwar irgendwo spüren, aber so wirklich sehen, also ne, das ist so, man hat dann trotzdem noch so seinen alten Film gemischt, mit dem ich spüre auch, dass ich mich verändert habe, aber die Fotos haben mir auch wie so einen Spiegel vorgehalten. Also wo ich mich selber auch dann wiederum neu entdeckt habe. Ja, also kann ich sehr nachvollziehen. Ich hab mir vor kurzem jetzt mal deine Webseite angeschaut und da bezeichnest du dich selbst als empathischen, oh Gott, dieses Wort, Super, ne? Ich habe lange geübt. Authentizitätsbeauftragten. Genau. Authentischer, nee, was haben Sie Empathischer gesagt? Authentizitätsbeauftragter. Genau. Ja, das finde ich sehr schön. Was bedeutet das für dich? Authentisch zu sein? Authentisch, Oder? Authentizität. Warum ist es dir so wichtig?
Es ist einfach, es ist eine Voraussetzung für eine gute Kommunikation. Weil, und es zeigt auch die Bereitschaft zur Kommunikation. Ich will dich sehen und du kannst mich sehen. Weil, ja, letztendlich geht es ja einfach darum, dass wir uns vertrauen können. Egal, über was für ein Thema wir reden. Und wenn du darin authentisch bist, authentisch, glaube ich, ist für mich auch gleichbedeutend mit verletzlich sein können, oder verletzlich zu sein. Und wenn das geht, dann hast du eine vertrauensvolle Atmosphäre. Und selbst wenn dir dann einer auf deine Seele kloppt oder so, das kann natürlich sehr schmerzhaft sein, aber ich glaube, das Falsche wäre dann in so einem Moment zu sagen, okay, das mache ich jetzt nie wieder. Klar macht man sich nicht wildfremden Leuten gegenüber irgendwie offen, aber ich glaube letztendlich, oder anders gesagt, man spielt immer irgendeine Rolle. Aber man kann innerhalb dieser Rollen auch authentisch sein, oder man kann sich verletzlich zeigen oder man kann sagen, okay, ich habe da einen Fehler gemacht oder so. Ne? So gerade in der Erziehung zum Beispiel so. Ne, du hast ja auch das ist ein sehr komplexes Thema. Du hast ja auch, wir haben vorhin angefangen mit Glaubenssätzen. Du hast ja auch eine Prägung. Ne? Du hast ja keine andere Möglichkeit, als deine Eltern zu imitieren, wenn du noch ganz jung bist. So, das machst du ja ganz einfach. Und du übernimmst ja auch in sehr jungen Jahren auch bestimmte Glaubenssätze, Haltungen und Vorstellungen und so weiter. Und stellst dann irgendwann im Laufe wenn du deine eigenen Erfahrungen machst, stellst du auf einmal fest, oh, da stimmt einiges nicht. Oder das ist einiges doch ganz anders. Und so war es bei mir mit eben auch als ich um meine Kinder ging, so, wo ich dann irgendwann einfach mal so draufgehauen habe, also nicht im wörtlichen Sinne, sondern verbal, wo ich einfach so ernst geworden bin oder wo ich laut geworden bin und dann hinterher mich erschrocken habe, weil die beiden sich einfach unheimlich erschrocken haben, ne? Die beiden kleinen Mädels oder so. Es tat mir wahnsinnig leid und ich habe das dann auch gesagt, dass es mir wahnsinnig leid tat. Das war jetzt, dass ich bin zu denen hingegangen, egal in welchem Alter, habe gesagt, es tut mir leid. Das war jetzt nicht ich, das war wirklich so eine komische Vorstellung, die da in meinem Kopf abgelaufen ist. Und ist nicht von mir, die ist von meinem Vater, die ist von meiner Mutter oder meinem Opa oder sonst irgendwas. Und das hat sehr geholfen, eine Vertrauensbeziehung auch zu meinen Kindern aufzubauen. Ne, weil ich mich einfach in dem Moment ja auch als nicht authentisch geoutet habe. Es geht ja nicht um Recht haben. Ne? Also es ist ja häufig so, dass Leute unbedingt Recht haben wollen. Ich hätte so nach dem Motto, ich bin dein Vater und wenn ich rede, hast du still zu sein. Ich meine, diese ganzen Sprüche, die man irgendwie so kennt. Und das hört ja glücklicherweise so langsam, hoffe ich jedenfalls, hört das ja auf, weil die Leute immer mehr reflektieren. So, es hat jetzt aber auch ganz, ganz viel einfach mit meiner Sozialisation zu tun und meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. So, weil ich in meiner Familie einfach so der Kolibri war oder der bunte Hund oder die lila Kuh oder sonst irgendwas. Und da sind die nicht mit klargekommen und die haben versucht, mich also immer so ein bisschen stark in bestimmte Rollen zu pressen und ein Verhaltensmuster zu pressen. Und Ja, ja. spannend. Also ja, es ist sehr facettenreich, dieses Thema. Ja. Auch was ich jetzt gerade dachte, so wenn man mal einen längeren Lebensweg anschaut oder auch ich jetzt mal auf meine letzten 15, 20 Jahre zurückblicke,
Was Authentizität bedeutet, das ist ja heute, ist etwas authentisch für mich, was vielleicht in einem Jahr nicht mehr authentisch ist für mich. Vor 10 Jahren war es authentisch für mich, die Person, die ich damals war, das war authentisch für mich. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht mehr der Stil des Lebens, den ich führen möchte. Jetzt verändert sich das. Und ich glaube, Authentizität ist für mich auch eher ein sich auf die Suche begeben oder ein immer mehr herauskristallisieren, was eigentlich meine Werte sind, was das überhaupt bedeutet, so zu leben, was ich vielleicht auch von meinen Eltern auferlegt bekommen habe, was aber nicht meine Art ist zu leben. Und all diese Dinge gehört für mich mit zu Authentizität. Und wenn wir keine Fehler machen würden oder nicht mal auch aus Versehen laut werden oder so, und das tut uns ja hinterher selber weh, oder wir denken so, genau durch diese Dinge spüren wir ja auch, was ist für mich authentisch und was nicht. Deswegen ist es ja eigentlich fast gut, wenn wir auch solche Fehler begehen, ne? Oder uns selbst darin erkennen und sagen so, boah, das bin ich aber eigentlich gar nicht. Gerade dadurch kann ich ja erkennen, Schritt für Schritt immer mehr, was ist die authentische Version meiner selbst? Und ich glaube, das wird wahrscheinlich ganzes Leben lang auch gehen, diese Ja, klar. Reise. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Voraussetzung ist einfach die Bereitschaft, ne? Die Ja. Bereitschaft anzuerkennen. Es gibt ja diesen Spruch, glaube nicht alles, was du denkst. Ja. Ja. Und ne, also wenn man einmal diesen Spruch gehört hat und da so ein bisschen drüber reflektiert, dann ja, das ist also eine wesentliche Voraussetzung, glaube ich, ne? Es gibt genug Beispiele, wo Leute eben nicht reflektiert sind und einfach, weil sie denken, jetzt Macht ausüben zu müssen oder Recht haben zu müssen, einfach bei ihrem Scheiß bleiben, sag ich mal. Ja. Leider. Du hilfst ja auch Schauspielern About Me-Videos zu machen. Habe ich Genau. das richtig gesehen? Ja. Genau. Was ist deine Herangehensweise? Also was ist ein gutes About Me für dich? Ich glaube, diese Frage hast du mir letztens auch gestellt, kommt mir jetzt gerade. Jetzt stelle ich diese Frage zurück. Was ist für dich ein gutes About Me? About me ist nicht länger als 90 Sekunden. Mhm. Das ist das eine. Und es geht immer darum, dich zu zeigen und nicht dich in einer Rolle. Gutes About me veranlasst Caster dazu. Oder ich sag mal so ganz allgemein die Zielgruppe für das About Me dazu dich einzuladen, weil in dem About Me die in dir irgendwas sehen, erkennen. Zum Beispiel, boah, ich glaube, mit der kann man gut zusammenarbeiten. Oder ah, die passt möglicherweise in die und die Rolle. Es zeigt Facetten von dir. About me ist ein Bindeglied zwischen deinem Showreel und deinen Fotos. Es sind quasi sowas wie bewegte Fotos. Und es zeigt dich. Ja. Und würdest du vorschlagen, dass man das mit jemand anderem aufnimmt oder selbst? Weil, also ich glaube auch, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben. Wenn ich jetzt ein Video selbst aufnehme, ich stelle mir da meine Selfie-Kamera hin oder stelle mir einfach eine Kamera hin, keiner ist dabei und ich nehme das selber auf, kann authentisch werden. Und ist aber ein Unterschied dazu, als wenn da jetzt jemand anderes steht und mir Fragen stellt, auf die ich mich nicht vorbereiten kann. Was würdest du ja empfehlen oder wo siehst du die Vor- und Nachteile vielleicht auch? Ich glaube, man kann sie nicht generalisieren. Es gibt Leute, Ja. die stellen sich vor der Kamera können ein fantastisches About Me einfach drehen. Ja. Dann gibt es Leute, die machen genau das Gleiche, sollten es aber zumindest
einer fremden Person zeigen, nicht unbedingt ihren eigenen Freund oder Freundin. Es sei denn, das sind einfach gute Freunde, die auch wirklich Kritik üben können. Ja. Ne, ist so. Ja, und dann, wie gesagt, man kann es nicht generalisieren. Also ja. es gibt dann eben auch andere Leute, denen würde ich auf jeden Fall sagen, mach's mit jemand anderem. Was ich vielleicht generell sagen kann, also ich sag mal in den allermeisten Fällen, mach's nicht mit deinem Freund oder Freundin oder deinem Partner. Ja. Ne, weil da sind die, die Beziehung ist da einfach zu eng. Und ja, es ist, glaube ich, die falsche Art von Aufregung oder so. Also ich glaube, dass man einfach auch bestimmte Dinge zurückhält. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja, stimmt. Es ist definitiv auch nochmal was anderes. Mit Freunden und oder auch mit einer externen Person, wie jetzt zum Beispiel einer professionellen Person wie dir, das zu machen. Ja. Ja. Ja, und die Fragen, also ein Rat sozusagen, den ich, oder Hinweis, sag ich mal so, den ich geben kann, ist, in den Antworten aufzupassen, dass man ein Ende findet. Weil viele haben den Hang, einen Satz anzufangen und am Ende des Satzes mit der Stimme nach oben zu gehen und vor allen Dingen dann immer noch zu sagen, das und, weil man ja noch unbedingt was sagen will, was danach kommt. Das könnte zum Beispiel sein und bla 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 bla. Du kommst da nicht zwischen, du kannst nicht schneiden. Ja, ja. Ne? Das ist kurze Sätze, wenn es geht. Oder zumindest Sätze, die einen Anfang und ein Ende haben. Mhm. Also kurze Sätze, die einen Anfang und ein Ende haben. Kurze Sätze, die einen Anfang und ein Ende haben. Da kann ich schneiden. Davor in dem Satz nicht. Weil man immer das Gefühl hat, da kam jetzt noch was und da hat er abgeschnitten. Und, oder was wollte sie jetzt noch sagen? So, ne? Also Ende, zum Ende des Satzes einen Punkt machen und mit der Stimme nach unten gehen. Ist manchmal schwierig. Ja. Was dann in so einem Fall hilft, ist, wenn du mit Leuten zu tun hast, die tatsächlich den Hang haben, ihre Sätze immer mit und zu beenden, sie nicht zu beenden, dass man dann zum Schluss nochmal fragt, okay, das war jetzt total interessant, kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Das hilft. Weil sie dann selber sich einschränken. Ja, ja. Das hilft meistens. Und den Rest kannst du davor, die 10 Minuten kannst du dann meistens wegschmeißen. Und dann kommen die tatsächlichen Sachen. Ne? Ja, ja. Aber Dankeschön, Schnitt ist Schnitt, ja. Ja, Schnitt ist dann das A und O. Ich liebe es zu schneiden. Und Schnitt ist wirklich, ja, es macht einfach so ein Video, wenn es eben nur nicht länger als 90 Sekunden ist, macht es einfach aus. Ja. Und ich mache es meistens so, dass ich den Leuten viele Fragen stelle und dann zum Schluss das Beste irgendwie dann rauspicke. Mm. Und ja, und man sollte vielleicht auch dann Dinge unterbringen, die man halt irgendwie gerne mag oder gerne macht oder Fähigkeiten oder Skills, die man hat, kann man ja auch zeigen. Mhm. Wenn man Tänzer ist oder wenn man Akrobatin oder wie auch immer. Also bestimmte Dinge, die einem nochmal so eine Einzigartigkeit rüberbringen, also durchaus mit reinschneiden. Ja, dankeschön für diese Tipps. Ja. Und abschließend, bestimmt stelle ich noch mehr als eine Frage, aber ich sage mal jetzt mal abschließend, wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, ich hätte noch so viele Fragen an dich. Es ist jedes Mal so ein Flow. Wir könnten noch in viele Themen, glaube ich, eintauchen. Vielleicht gibt es auch noch mal ein Gespräch.
Aber Sehr, ja, sehr wir haben gerne, heute ja. viel über das Künstlerdasein gesprochen und ja, du bist ja auch ein Künstler, der sich entfaltet in die unterschiedlichsten Richtungen und Künstler dabei unterstützt. Was macht für dich das Künstlersein aus, nach all dem, was wir jetzt auch heute gesprochen haben? Oh, was macht es aus? Also das Erste, was mir einfiel, ist tatsächlich Zweifel. Weil das ist irgendwie etwas, was mich zumindest begleitet und ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn ich dann in eine Situation von Zweifelsfreiheit komme. Ja. Es ist immer eine, es ist ein hartes Brot. Ja. Also, und es ist ganz toll, neue Dinge zu entdecken. Und es ist ganz toll, durch Ängste durchzugehen. Also Ängste hinter sich zu lassen. Und das ist ein fortwährender Prozess. Also, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Weil es, ich habe auch in anderen Situationen gearbeitet und habe die aber relativ schnell dann wieder verlassen. Weil ich einfach, ich mag nicht so begrenzt werden. Ich Ja. mag einfach zu gucken, was ist dahinter. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist einfach ja, Erkenntnis hört sich ein bisschen hochtrabend an, aber Grenzen nicht als Begrenzung zu sehen, sondern als Orientierungspunkte. Ne? Also du hast irgendwie das typische Problem eines Künstlers sozusagen, oder ist ja immer, du hast das weiße Blatt. So, ne? Was ist das? So, und das Schöne ist, dass das eben Begrenzungen hat, die man als Orientierung nehmen kann. Und dann kannst du gucken, was ist dahinter. Deswegen, also wenn ich zum Beispiel versuche, irgendwas zu entwickeln, versuche ich immer an die Grenzen zu kommen, damit ich weiß, ah, okay, dahinter nicht. So, wir bleiben, ah, okay, das sind sozusagen, das ist mein Spielfeld. Es dehnt sich, was weiß ich, nach da ganz weit aus und nach hier ist die Grenze schon eher, weil ich weiß, dahinter, das brauchen wir nicht. Und ich glaube, das ist ein guter, also arbeite ich jedenfalls. Ich versuche immer, wie gesagt, die Grenzen zu sehen und gucken, was ist dahinter, um dann zu wissen, ah, okay, das ist, um zu wissen, warum das mein Spielfeld ist. Und um eben auch andere Positionen einnehmen zu können oder eingenommen zu haben, um eben zu sagen, ah, okay, das brauche ich nicht. Weil sonst, und deswegen kommen viel mehr wahrscheinlich auch als erstes dieser Zweifel ein, ne? Weil sonst, wenn du diese Grenzen nicht bestimmt hast oder du kannst sie auch verschieben, ist auch kein Problem. Aber wenn du das nicht sozusagen bestimmt hast, dann fragst du dich ja immer wieder, warum mache ich das jetzt so? Ich könnte es vielleicht auch so oder vielleicht auch so. Oder ich hatte mal in der Uni mal einen Prof, der war furchtbar, weil der keine Grenzen gesetzt hat. Du bist mit dem mit einem Entwurf gekommen und ja, ich sag hier, ja, schön. Schön, kannst du machen. Ja, ich habe noch die andere Idee. Also man könnte jetzt zum Beispiel das so und so und so. Ja, ist auch gut. Kannst du auch machen. Und ich so, ach, Scheiße, ne? Okay, und dann habe ich gesagt, ja, und was ist, wenn ich das jetzt komplett ins Negative verkehre und das jetzt nicht mal grün, sondern was weiß ich, blau streiche oder rosa oder wie auch immer? Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Könntest du das auch machen. So, und ich habe gedacht, ey, was für ein Arschloch, ne? So, aber wenn man selber sich die Grenzen setzen kann, wenn man selber sagen kann, das ist, glaube ich, ganz auch dann ganz wichtig, warum man bestimmte Dinge macht. Ich mache das und das so und so, weil ich festgestellt habe, das und das habe ich beschlossen, mache ich jetzt nicht.
oder habe ich beschlossen, ist falsch oder wie auch immer. Das halte ich für sehr wichtig, dass man diese Ich glaube, ganzen. das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da gerade nennst. Es hat für mich auch was mit Entscheidungen zu tun. Ja, Also genau. für ein Projekt die Entscheiden. Entscheidung, ja, genau, entscheiden, ja, richtig. Weil ich kenne das sehr gut mit diesem Schwimmen. So könnte ich es auch machen und so könnte ich es auch. Und vielleicht ist es doch eher so, aber es geht ja wirklich, es geht ja darum, das wird mir jetzt gerade so klar, Dankeschön. Ein Projekt, ja, Entscheidungen zu treffen für dieses Projekt und fürs nächste kann ich dann wieder andere Entscheidungen treffen. Ja, und ein wichtiger Punkt ist, was ich vorhin auch gesagt habe, nimm dir eine Begrenzung. Ne? Wenn du also wirklich Ja. total schwimmst, dass du nicht, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich mache das jetzt für den Zeitraum von. Ja. Dann bist du, ne, es ist ein Zweifel weniger und, oder eine Hürde weniger, wie auch immer. Wenn du genau sagst, okay, das passt in diesen Zeitraum, also dann mache ich das. Und danach kann ich mich umentscheiden. Wenn man wirklich nicht weiß und auch nicht wissen kann, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, oder wie jetzt nicht so schwarz-weiß, man gut oder besser oder wie auch immer. Ja. Das hilft mir manchmal, dass ich denke, okay, für den Zeitraum ist das in Ordnung. Dann kriegt man irgendwie auch ein ruhigeres Gefühl. Ja, Dankeschön. Das war jetzt noch ein guter Hinweis. Wonach suchst du im Leben? Ja, Stichwort Zweifelsfreiheit. Guten Tag. Immer Ja, wieder immer von wieder. neuem. Ja. Ja, weil das ist, glaube ich, so eine Sache, die einen unglaublich Energie bringt. Ja, Oh ja. es ist bei ne, im Design ist es einfach so, es gibt ja diesen, du reduzierst etwas so lange, bis du an dem Punkt kommst, wenn du dann noch was wegnimmst, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Dann fehlt was. Aber bis dahin, so viel raus wie möglich. Ich glaube, das ist auch in Rollen. In der Erarbeitung von Rollen ist das auch toll, so dafür vorzugehen. Also es ist ein Designansatz. Das findet sich aber in der Musik genauso. Und da geht es also auch noch, da kommen wir wieder auf ein ganz neues Gebiet. Miles Davis hat mal über falsche Noten gesprochen. Und er hat gesagt, es gibt keine falschen Noten. Es gibt deshalb keine falschen Noten, weil wenn du eine vermeintlich falsche Note gespielt hast, entscheidet die nächste Note darüber, ob die erste falsch war. Ne? Weil du auf einmal in eine andere Harmonie kommst oder wie auch immer. Ja. Aber ich habe jetzt so ein ganz bisschen den Faden verloren. Zweifelsfreiheit ist im Grunde, ich hatte aber auch, es ist, ja, ich hab dich gefragt, wonach suchst du im Leben? Du hast gesagt, Ja. Zweifelsfreiheit. Und jetzt sind Ist wir das wieder am die Anfang des Wahrheit dann Gesprächs oder und das so? ist dann, was? Ist das dann sowas wie Wahrheit? Ja, weil für mich, ich Zweifelsfreiheit? hatte dann so dieses Bild, als du gesprochen hast, der Zweifel entsteht ja im Kopf. Und Zweifelsfreiheit ist für mich ein Gefühl von, in diesem Moment bin ich sicher, dass es das ist. Und das ist auch, und das ist dann eher ein Gefühl, was für mich nicht mehr im Kopf sitzt, sondern im Bauch. Also bei Im mir Bauch. persönlich jetzt. Und das Genau. ist dann so ein, Ja, okay, das ist es jetzt. Und das genau bei ist mir ein auch, ja. Reduzieren auf die Essenz. Ja, du hast bei Ja. Design angefangen. Ja, genau. Genau. Ich wollte dann auf Musik kommen. Also es ist ja auch diese Reduzierung auf die Essenz. Genau, Du hast ja. dann, ne, du lässt so viel weg, dass wenn du was weglässt, es dann fehlt. Und das Ja. ist in der Musik genau das Gleiche. Ja, du spielst dann einfach, du kannst dann selber beim Spielen, kannst du auf einmal dann zuhören. Du musst nichts mehr dazu machen, weil es passiert alles von alleine.
Ja. Ja, und im Spiel, glaube ich, ist es auch so. Ich habe eine Situation erlebt und das war wirklich magisch beim Drehen. Da war genau die Situation von Zweifelsfreiheit, aber dann im ganzen Team. Das war wirklich unfassbar. Es war eine Szene, da standen sich zwei, also der Regisseur und der Kameramann gegenüber, die berühmt dafür sind oder bekannt dafür sind, dass sie gerne lange Szenen in einer drehen. So, ne? Die standen also irgendwie auf dem Flur und der Regisseur blätterte, guckte ab und zu seinem Kameramann und meinte, der nickte dann zurück, okay, nächste Seite, die waren nur am Blättern. Die wollten alles in einer drehen. Und das war ein hochkomplizierter Aufbau mit dem Dolly hin und her in engen Räumen und mit nicht Verspiegler, mit verglasten Wänden, durch die man durchgucken musste und mit Aufgängen, Abgängen und Dialogen hier und da. Für uns vom Ton eine absolute Katastrophe. Ich habe mit einem festen Mikro und zwei losen Angeln gearbeitet, eine lange, eine kurze. Ich glaube, ich hatte noch eine ganz kleine, wo ich mich dann in so einer Ecke so reingestellt habe, dann schnell nochmal so den einen Satz noch mitgenommen habe. Ansonsten bewegte sich nur die Kamera im Raum. Wir haben das ein paar Mal geübt. Katastrophe. Und dann war es soweit, dass man sagen konnte, okay, wie die drehen war. Ja, dann haben wir gedreht, Katastrophe. Dann haben wir noch eine gedreht, Katastrophe. Und dann kam dieser Satz, und bitte. Bei der dritten oder vierten oder fünften, nee, wie viel haben wir gemacht? Ungefähr sieben. Bei der siebten sagte der, und bitte. Und ich hatte das Gefühl, also ich wusste es, die wird's. Und das hat jeder im Raum offensichtlich gespürt, dass die Szene es jetzt wird. Die Tür ging auf und es war ein unglaubliches Ballett von Gängeln, Kamerafahrten, Dialogen. Bis zu dem Punkt, wo er dann Cut gesagt hat. Und es gab diese berühmte Sekunde oder 2 Sekunden, wo keiner ein Wort gesagt hat. Und dann fingen alle an zu klatschen. Weil jeder wusste, das ist es, die ist im Kasten. Weil es lief alles, das war, du hast dich, also ich habe mich angeschlossen gefühlt an das ganze Team. Ich war im Dolly, ich war in den Stimmbändern der Leute, die da was gesagt, also der Schauspieler. Das war alles, das hat gegroovt. Das war alles, das war einfach perfekt. Wir waren alle, auf einmal klack hat's gemacht und es war wie ein Uhrwerk, was sich da abgespult hat. Und da konnte keiner einen Fehler machen. Ging überhaupt nicht. Es war auch jedem klar, war auch völlig egal, ob Fehler oder nicht. Ne? Es war völlig egal, die ist es einfach. So absolute Zweifelsfreiheit. Das war echt da. Kriege ich jetzt noch fast Tränen in den Augen. Also das Ja. ist einer die absoluten Sternmomente, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist an das ganze Team angeschlossen und das ganze Team weiß das auch. Jeder Einzelne weiß das und es ist einfach so. Super. Großartig. Ich habe gerade währenddessen dieses Bild von deiner Führerscheinprüfung im Kopf gehabt und dachte mir so, das ist doch genau das. Es ist, du kannst in diesem Moment, wo du auf einmal spürst, das ist es jetzt, da kannst du nicht mehr denken, oh Gott, Hilfe, das ist jetzt eine Prüfung, ne, das ist alles viel zu viel, sondern du bist dann da Genau. drin und sagst, okay, und wie gehe ich da jetzt mit? Und wie mache, also man ist dann mit drin und im Flow und kann nicht anders als zu, also da hat der Zweifel nicht mehr so einen Platz. Nee, er hat überhaupt keinen Platz. Du kommst auch Ja. nicht auf die Idee, Zweifel zu haben. Also du denkst nicht darüber nach, wie machst du das jetzt? Du machst es einfach. Du bist. Ja, du bist, Das ist genau. das, was du, genau, du bist. Das, was du Ja. vorhin gesagt hast. Du bist einfach. Ja. Ja. Dankeschön für Ich danke dieses dir. großartige Gespräch mal wieder. Was steht bei dir an? Was für Projekte stehen jetzt bei dir an? Du hast vorhin schon deinen Podcast angesprochen. Ja, Ist jetzt der auch nimmt Ende natürlich des jetzt auch. Jahres, aber vielleicht hast du ja schon Ja. einen Ausblick aufs nächste Jahr. Ja, ich werde auf jeden Fall das wahrscheinlich im Anfang des Jahres werde ich das dann launchen. So, ich habe jetzt noch ein bisschen zu tun mit noch ein paar Videos, die ich drehe, halt so mit Tipps und Tricks vor der Kamera.
was man so machen kann, also für SchauspielerInnen. Wie heißt der genau, Podcast dann, oder wie wird er heißen? Schlussklappe. Schlussklappe. Schlussklappe, genau. Das ist nicht das hier. Nee, so rum. Schlussklappen werden ja immer verkehrt rum gehalten. Ne? Genau. Und ja, der wird also Anfang des Jahres wird er rauskommen. Und ja, dann freue ich mich einfach auf tolle Shootings. Ein paar haben sich schon angekündigt. Und ja, ich würde jetzt erstmal so die Weihnachtszeit so ruhig verbringen und ja, mich mit meiner Familie treffen in Willingen, genau. Und ja, das ist, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr und freue mich darauf, ja, was alles so passiert. Ja. Wunderbar, dann schlage ich jetzt hier auch die Schlussklappe und wünsche dir eine wundervolle Weihnachtszeit. Ja, wünsche ich dir diese auch. Folge wird, denke ich, auch im neuen Jahr rauskommen. Mhm. Und zum Abschluss noch zwei Fragen. Wo kann man dich finden und was möchtest du als Abschluss noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Wo man mich finden kann, ist auf Insta. Das ist also @DieterDüwelmeier, UE, also Ü mit UE geschrieben und Dieter Düwelmeier zusammen. Dann gibt es DieterDüwelmeier.de, genau. Mhm. Das ist meine Website für Schauspieler. Mhm. Ja, was kann ich so zum Schluss sagen? Das habe ich eigentlich schon gesagt. Wer sich nur halb so ernst nehmen kann, doppelt so viel Spaß haben. Ja. Genau. Schönes Abschlusswort. Schöne Weihnachten, lieber Dieter, ja, und alle da draußen. Wahrscheinlich jetzt schon ein fröhliches neues Jahr. Und ich danke dir fürs Gespräch. Ich freue mich auf alles Weitere, immer wieder von dir zu hören und mit dir zu sprechen. Ja. Vielen Dank. Ja, danke dir. War irgendwie mal wieder ein tolles Gespräch. Und ja, vielleicht lernen wir uns ja auch mal persönlich kennen. Das wäre schön. Würde mich sehr freuen. Ja, ja, okay. Ebenfalls. Maike, mach's gut. Du auch. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Lass uns gerne wissen, was es war, was dich inspiriert hat, was deine Erkenntnis war. Du kannst uns gerne ein Feedback hinterlassen bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch bei YouTube direkt unter dem Video und natürlich über alle anderen Wege, Kanäle, private Nachricht, E-Mail etc. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du mir eine positive Rezension oder Bewertung gibst in deiner Podcast-App. Damit hilfst du mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Ebenfalls, wenn du ihn weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannten, Kollegen, die auch von den Inhalten profitieren können. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich freue mich, auf welchem Wege auch immer von dir zu lesen oder zu hören. Und ich freue mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.